war es dann mit dem Klavierunterricht heute Morgen? Na? Jeden Tag Klavierunterricht, ganz wichtig. Hallo Mila. Seht ihr das hier seitlich? Boah, das sah mal richtig schlimm aus. Okay, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Muttertag. Das ist für mich auch das allererste Mal als Mutter. Mila hatte vor kurzem einen einen krassen Kampf mit einer anderen Katze. Und die tat uns so leid, weil das Ding ist, also wir waren drin, also sie ist abends rausgegangen, wir waren drin und dann haben wir irgendwann mitbekommen, dass etwas gegen das Fenster gesprungen ist, also so richtig heftig. Und dann haben wir nur gesehen, wie Mila da so in der Ecke so voll verängstigt saß und so Blutspritzer auf der Fensterbank waren und dachten uns, nein, die hatten einen Kampf. Und da war die andere Katze, war dann auch da und wir sind rausgestürmt und die andere Katze dann verscheucht. Mila kam dann zu uns, hat ein bisschen gehumpelt, aber es geht ihr jetzt wieder besser. Es fehlt ihr nur so ein bisschen Fell seitlich. Und irgendwie war sie so voller Schlamm, ich weiß auch nicht. Aber sie hat sich jetzt mittlerweile sauber geputzt, also ja. Wir haben unsere Katzen übrigens noch nie gebadet oder so. Also ich weiß nicht, sollte man ja eigentlich auch nicht. Die putzen sich ja selbst. Aber es gibt ja Katzen, die trotzdem gebadet werden oder sogar gerne baden. Aber da, als sie voll verdreckt kam, dachten wir uns so, hoffentlich hilft ihr Nala beim Saubermachen. Weil es sah echt richtig schlimm aus, aber das Krasse war, als Nala sie dann gesehen hat, hat Nala sie erstmal angefaucht. Du arme Maus. Gell. Du bist aber wieder so. Es stinkt immer noch. Das riecht irgendwie nichts. Schaut mal, Leute, was ich bestellt habe. Ups. Ich habe so Metallstrohhalme bestellt. Finde ich echt ganz praktisch, weil man die halt immer wieder verwenden kann. Und natürlich auch besser für die Umwelt und so weiter. Und das funktioniert wie Besteck. Eigentlich ganz geil. Die kann man ganz normal auch spülen. Da ist sogar wie so ein Pfeifenreiniger dabei. Finde ich irgendwie ganz cool. Hat auch nur 12 Euro gekostet. Und das sind, ich glaube, sogar 12 Stück in verschiedenen Größen. Dann habe ich noch ein paar Sachen für die Küche bestellt. Und zwar so Vorratsdosen, weil ich jetzt diese Schublade da aufräumen möchte und alles quasi in solchen Dosen reinmachen möchte, damit halt alles luftdicht verschlossen ist und irgendwie keine Käfer oder Fliegen reinfliegen. Und dann hier so Schubladenunterlagen, genau. Und dann habe ich noch was richtig Cooles für Eliana geholt, und zwar Tiptoy. Das kennt vielleicht die ein oder anderen Mütter. Das ist eigentlich ziemlich beliebt, und zwar ist es so ein Stift. Und zwar kommt es mit einem Stift und einem Buch. Also das ist jetzt das Starter-Set, eigentlich von 4 bis 7 Jahre. Aber Eliana hat mal mit einem Kind gespielt und das fand sie richtig, also das hat sie wirklich lange beschäftigt. Deswegen dachte ich, ist eigentlich ganz cool. Und das kann sie ja auch länger benutzen über die Jahre. Karl und ich sind gerade auf dem Weg ins Fitness. Deine Hand. Danke.
So sieht übrigens unser Muttertagsessen aus. Mhm. Ja. Ich habe gekocht, es gibt Paprika-Hähnchen mit Nudeln und Salat. Ich habe von Eliana heute auch Blumen bekommen zum Muttertag. Danke. Eliana, danke für die Blumen. Danke für diesen guten Morgen. Also fragt man auch, wer ist der Fußballmeister? Auch, ich kann auch Fußball. Ja, stimmt. Alexa, wie hat Bayern gespielt? Gestern hat Bayern München gegen RB Leipzig auswärts 0:0 unentschieden gespielt. Aber ich kann München spielt Mama. Als nächstes. Mama, wie man sehen kann, ist Mama ein Fußballfan. Ma, frag du. Hallo. Ich frage Alexa, wie hat Karte gespielt? Ja. Was? Mann, warum schämst du dich? Mann. Alexa, wie hat der KSC gespielt? Gestern hat Karlsruher SC gegen Preußen Münster auswärts 4:1 gewonnen. Karlsruher SC spielt als nächstes am Samstag um 13.30 Uhr zu Hause gegen Hallescher FC. Hast du gehört? Konzentration. Oha, voll gut. Ja, Mama, wir fahren zum Haus. Sag Mama, sag Anna, dass ich die Kamera mit habe. Genau. Leo und ich, es ist jetzt Sonntag und Leo und ich fahren zum Haus, weil seit gestern steht vor unserem Haus ein Gerüst. Genau, weil wir lassen gerade die Fassade sanieren. Na, jetzt mal gucken, die haben gestern, wir können es euch nicht von außen zeigen, weil wir haben das Haus jetzt gekauft. Und aber dadurch, dass uns das Haus gehört, ist natürlich schon ein Thema, wenn uns da jetzt irgendwelche Leute belagern oder die Mädels belagern. Deswegen können wir es nicht von außen zeigen. Ja. Aber die haben jetzt von außen gestern schon die halbe den ganzen Eingangsbereich so kurz und klein geschlagen, ein Gerüst aufgestellt. Und jetzt wird es in den nächsten 4 bis 6 Wochen wird die ganze Außenfassade quasi erneuert. Jetzt fahren wir hin und danach fahren wir zu Zack. Wir müssen danach nochmal nach Hause. Wegen deinem Geschenk? Ja. Wieso hast du nicht eingepackt? Ja, ich hab's vergessen, sorry. Genau, wir fahren danach nämlich zu Leos Mom und weil heute Muttertag ist und bringen ihr Muttertagsgeschenk vorbei. Mama hat einen Kosmetikgutschein bekommen. Wir fahren zu meiner Mom, ich habe Blumenstrauß für sie und die Sachen gibt's ja nichts. Nein. Oh, Schatz. Ja, ich habe es extra für sie gerichtet eigentlich. Ja, weil... Ich habe vergessen, sorry. Sie sind noch 5 Minuten. Genau. Dankeschön, mein Schatz. Bitteschön. Ja, Leo hat, beziehungsweise Leos Kumpel hat Blumen für Leos Mom geholt. Weil wir ja in Berlin waren. Genau. Und ja. Wunderschöne Blumen für die liebe Mara. Eigentlich sind Blumen ja irgendwie ein Kackgeschenk, weil die sterben. Ja. Aber weißt du, gibst du für die Geste. Gibst dafür schon relativ viel Geld aus. Schon, aber das ist halt in dieses, keine Ahnung, das ist Zeichen so der Wertschätzung irgendwie. Ja, schon. Alles Gute zum Muttertag. Danke, das ist das einzige gute Kinder. Aber im Kofferraum ist noch was. Danke sehr. Hab ich gewusst? Wir haben gerade Baklava bekommen von Mara. Ich habe noch nie so einen Baklava gesehen. Das ist nicht so richtig Baklava. Kroatische Art. Das ist irgendwie so eine Art Kuchen, aber ist lecker. Das ist lecker. Na gut, mit Eis. Ja. Hier seht ihr Kathi, Käsefrau. Ja, ich überreiche Mama ihr Muttertagsgeschenk. Als Zeichen unserer Wertschätzung bekommt sie diesen Käse. Ja. Es ist der Tag gekommen, auf den wir Jahre gewartet haben. Hier. Danke. Oh. Als Zeichen meiner Wertschätzung erhältst du diesen Camembert. Alles Gute. Ja, Eliana macht jetzt schon ihre ersten Schritte. Ich weiß nicht, Julia ist, glaube ich, vorhin ein bisschen aufgenommen. Seit gestern
haben wir so auch Spaß, halt sind wir mit ihr ein bisschen, also an der Hand läuft sie ja schon. Und mittlerweile ist es so, dass sie jetzt einfach loslässt und einfach läuft. Obwohl sie eigentlich noch nicht richtig kann, aber davor hat sie sich nie richtig getraut. So alleine stehen und so kann sie schon, aber halt, laufen hat sie sich eigentlich immer nur an der Hand getraut. Und seit gestern traut sie sich loszulassen, fanden wir voll krass. Also das war für mich definitiv das schönste Muttertagsgeschenk. Und ich finde es irgendwie süß, dass sie sich so richtig traut. Das ist irgendwie was anderes wieder. Also es ist wieder so ein nächster Schritt, den sie gegangen ist. Und ich freue mich auf jede Entwicklung, die sie macht. Und Laufen ist halt wirklich so next level. Also das Sitzen war, fand ich krass. Das Krabbeln war krass. Und das Laufen ist halt wirklich so, wow, sie wird jetzt langsam selbstständig. Wisst ihr, was ich meine? Also sie kann selbstständig wohin laufen. Ich meine, mit dem Krabbeln konnte sie ja auch schon selber irgendwo hingehen. Aber das ist halt wirklich irgendwie ein ganz krasses Erlebnis. Also ihre ersten Schritte. Das ist auf jeden Fall was Besonderes und ich werde diesen Tag definitiv nie vergessen. Und ja, also an meinem ersten Muttertag. Oh nein. Oh nee. Das haben wir uns schon mal gegönnt. Einen neuen Toaster. Das ist für Leo ganz wichtig. Weil Leo toastet alles. Also er mag sein Brot nur getoastet. Und wir haben direkt so einen Vierer-Toaster bestellt, haben wir auf Amazon einfach bestellt. Ja. Wir hatten das nämlich in Amerika, das ist voll geil, wenn man vier Scheiben gleichzeitig toasten kann. Ja. Schon nice. Ist schon nice, du. Das ist der Toasterplatz. In zwei Monaten tun wir einfach nach und nach ein paar Sachen herbringen und dann. Ja, wahrscheinlich. Da kommt der Toaster und da kommt die Kaffeemaschine. Mhm. Das wird ein Leben. Genau, so sieht er aus. Da ist jetzt nichts krass Besonderes zwischen einem Toaster. Aber mit vier Dingern. Neue RTL-Sendung. Unser erster gemeinsamer Toaster. Jetzt ist Mai. Nein. Winter, nicht machen sie nicht auf volle Pulle, sondern auf zwei. Man sollte es gerne, man sollte immer auf zwei. Und dann geht es aus. Ja, wenn es zu kalt ist, damit sich halt alles ein bisschen erwärmen. Ja, aber das machst du ganz im Winter, damit keine Rohre platzen. Aber jetzt im Mai. Ja, aber es ist kalt. Ja, natürlich ist es kalt, aber hier wohnt doch auch keiner. Ja, man, lass doch einfach jetzt über Nacht an, damit es sich ein bisschen aufwärmt und dann können wir es ausmachen die nächsten Tage. Also auf eins machen. Ja. Oh ja. Ist jetzt warm? Ist das krass? Nein. Ja. Wir haben nämlich gerade Heizung angemacht. Die Heizkörper sind mittlerweile warm. Nur Wasser ist noch nicht, aber ich glaube, es dauert einfach. Okay, sollen wir gehen? Ich würde dich anlassen, die Heizung. Ja. So sieht unser Abendessen aus. Wir haben hier einmal Avocado-Creme und dieses Tomaten, also ja, Bruschetta, Tomaten-Dingsbums und dann noch so ein paar Aufstriche. So, habe jetzt übrigens alles eingeräumt und auch alles in Vorratsbehälter reingemacht. Und Kartoffeln habe ich hier reingemacht. Hier sind die Zwiebeln und da Knoblauch drin. Genau, so sieht es auf jeden Fall schon viel ordentlicher aus. Ich verabschiede mich. Wir gehen jetzt schlafen, morgen müssen wir nicht früh aufstehen und wir sehen uns morgen wieder. Bye!